Schön. Also ich heiße Winta Friederike, habe aber nichts mit der Wetterlage heute zu tun. Und ich wollte was feststellen. Sie sagen, Sie sind feministisch, Frau Sahan. Sie haben viel interkulturelle Unterstützung. Sie sind seit 83 hier als Moscheeverein in der dritten Generation. In Berlin hat gerade vor kurzer Zeit eine moderne, also moderne Islam-Moschee aufgemacht von der Frau Atis, die sich für eine gemeinsame, moderne Version des Betens einsetzt. Sie wird schwer attackiert, sie muss unter Polizeischutz gestellt werden, und zwar wird sie hier in Deutschland attackiert. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt. Allerdings vermisse ich, dass wenn man hier schon einen Bau macht, der modern ist, sich auf das Grundgesetz beruft, auf die Gleichstellung von Mann und Frau, erwarte ich eigentlich als Bürger dieser Stadt, dass man das nutzt und jetzt eine zweite Moschee hier aufmacht, wo die Männer und die Frauen gemeinsam beten. Ist ja in Ihrem Sinne, weil Sie ja auch bisher keinen Platz hatten. Jetzt habe ich aber gehört, dass sie auch eine Empore haben. Meine Befürchtung ist, dass die Frauen wieder abgetrennt irgendwo in einer kleineren Ecke beten müssen und getrennt von den Männern. Frage ist, wollen Sie die Chance nutzen, diesen modernen Islam hier auch zu praktizieren, Gleichstellung von Mann und Frau? Und wenn nicht, was spricht jetzt dagegen? Bundesgesetz kann es nicht sein. Und vor allen Dingen, wenn es nicht so ist, dass hier die Männer und Frauen zusammen beten, wie groß sind die Räumlichkeiten? Ja. Natürlich sehr, sehr leid, wenn eine Dame wie Frau Sena Atisch, die ja sehr lange Zeit sich für Frauenrechte eingesetzt hat, für einen liberalen Islam sich eingesetzt hat, dass sie jetzt sogar mit Personenschutz noch raus muss. Das ist schrecklich leid als Frau sowieso. Ja. Und, es ist, ich wünsche mir als Islamwissenschaftlerin, also sage ich als Islamwissenschaftlerin, Frau Sena Atisch ist Rechtsanwältin, sie ist Juristin. Ich wünsche mir nach ihrem jetzigen Theologiestudium, dass sie dann auch wirklich die Imamin wird, die sie auch in ihrem Buchtitel erwähnt. Also ich hoffe, dass sie die Imamin wird. Sie ist noch Juristin, also Theologin ist sie noch nicht. Aber natürlich, das rechtfertigt nicht, dass sie bedroht wird, dass sie uns auch das auf keinen Fall. Also der Islam lebt von seiner Vielfalt. Es soll kritische Stimmen geben. Es soll ein gutes Miteinander auch im Islam geben. Und das ist mir nur zum ersten Teil. Der zweite Teil. Wir als Frauen in der Gemeinde sind stolz darauf, dass wir nicht nur irgendeine Frauenempore bekommen oder so, wie Sie das jetzt benannt haben, so haben wir das noch nie benannt, dass wir nicht, sondern dass wir bei jedem Detail mitbestimmen. Und das ist unser ganzes Stolz. Entschuldigung, das war die Antwort. Sie haben Ihre Frage gestellt. Was war die Antwort? Meine Damen und Herren, als Veranstalter biete ich um entsprechendes Verhalten. Wir haben hier vorgehabt und haben es noch vor. Und ich hoffe. Evet, Kalsüre hayal ettiğimiz projenin ilk adımını burada atmış bulunmaktayız. Yaklaşık 6 yıldan beri başlayan bir süreç. Kalsüre Belediyesi ile ilişkilerde karşılıklı müzakerelerde bulunduk. Farklı yerlerde yer gösterdiler. Sonuçta buraya karar verdik. Ve bugün burada konferans alanımızda ve hatta konferans alanımızın dışında insanların gelmesiyle Almanların ve Müslümanların hatta Türk olmayan Müslüman kardeşlerimizin de katılımlarıyla bir sunum oldu. Projemizi tanıttık. Projemizin akabinde panel oluştu. Panelde sorular soruldu. Soruların birçok kısmından projeyi ilgilendirmeyen sorular, siyasi sorular soruldu. Cevaplamaya çalıştık. Bunları biz bekliyorduk, bunlara hazırdık. Fakat görüldü ki bu iş ilk adımımızı attık elhamdülillah. Belediyenin bize vermiş olduğu kriterleri yerine getirdik. İşte binanın yüksekliği, minarenin yüksekliği, genişliği, eni, çapı. Sorulan, verilen kriterler bunlardı. Biz bunları yerine getirdik. Önümüzdeki hafta belediyenin planlarımızı belediyeye verip izin müsaadesini alacağız. Bau vor Anfrage diyoruz buna. İnşallah
planladığı gibi konuşmalarımızda yönetim kuruluyla belediyenin vereceği zamana göre ayarladık. İlk ayağımızda inşallah önümüzdeki bu yılın ortalarında camimizi yıkacağız ve yeni camimize temel atmayı düşünüyoruz. Tabii bundan öncesi de finans kaynağımız olacak. Onları araştıracağız. Bugünkü katılım üst düzeyde bir katılım oldu. Dediğim gibi gelen insanların çok ilginç oldu bizim için. Camimizi ben hiçbir simalarını görmediğim simalar gördüm. Camimizi gelen insanların %80-90'ı camimizi tanımayan, camimize hiç gelmeyen insanlar oldu. Stuttgart'tan gelen de oldu. Çok ilginç. Yani bu cami inşaatlarına karşı olan zihniyetlerini ortaya koydular. Ve biz bunlara hazırdık. Açık dediğimiz gibi. Onların istediği tarzda her şeyimiz açık. Planlarımız açık. Tabelada gördüğünüz gibi herkese açık. Süreç böyle. İnşallah bu süreçte bizim en büyük temennimiz başta Türk toplumu, Türk Müslümanları, işverenler bu projeye sahip çıksınlar istiyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar ve genelinde baktığımızda Tansürye Müslümanları da bu projeyi sahiplenmeleri gerekiyor. Ki görülüyor ki gerçekten sahiplenme noktasında bu iş olacağını düşünüyorum. Tansürye'de böyle bir proje daha olmadı. İlk olacak inşallah. İhtiyaç duyduğu için de biz bu projeyi sunuyoruz. Camilerimiz bayramlarda olsun, cumalarda olsun cevap vermiyor. Bu anlamda bu proje hayata geçiyor. Türk toplumu için, bütün Kavse'de yaşayan Müslümanlar için hayırlı olsun diyorum. Peki inşaat ne kadar sürecek başkanım? 2 yıl kadar. Evet, inşaat planlama şekli 2 yıl olarak. Evet, onu okudum orada. Biraz da teknik bilgileri vereyim istiyorsanız. Evet, buyurun. 2 yıl planlanıyor. Maliyeti, mühendisin verdiği bilgiler 6 milyon bir maliyet olacak. Fakat bu maliyeti biz düşürmeyi düşünüyoruz. Önce bir Kargas binayı bir şirkete verip ardından bölüm bölüm esnaflarımıza vermek istiyoruz. İşte fanyasıdır, elektriğidir, diğer alanlarıdır, ince işleri. Biz bunları küçük şirketlere vererek de bu şekilde harcamaları ve süreci indirmek istiyoruz. Teknik bilgiler bunlar efendim. Kullanım alanı oldukça geniş. Kullanım alanı tabii ki şu an ibadet alanı herhalde 500 evet. kişi kadar. Yani bu şu an sadece erkekler için 500 yoksa bayanlar dahil mi 500? Bayandan ki ayrı yerde ibadet yeri. Ya 500 kişi tabii ki mühendisin verdiği bir rakamdır. Yani evet. 600 de olabilir. Ort yani yaklaşık olarak. Evet, o civarda. Üst kısımla beraber işte bu salonun kısmını da zaman zaman ibadete açacağız. Dolayısıyla bu yeni camide yani tabii yani rakamlar, ibadet alanı şu anki mescidin iki misli yani iki katı büyüklüğünde olacak kullanım alanı o şekilde düşünüyorum. Peki genel olarak siyasiler camiye nasıl bakıyorlar? Sıcak bakıyorlar mı Alman siyasiler? Belediye, tabii, encümen azaları. Encümen azalarını biz bu projenin öncesinde ziyaret taleplerinde bulunduk. Randevular aldık. Yeşillere gittik, FTB'ye gittik ve SPT'ye gittik. Genel anlamda bu projeye sıcak bakıldığını söyleyebilirim. Tabii ki bu projeye karşı çıkan siyasi kanatlar da var. Muhakkak her bölümde, her yerde vardır. Ama genel anlamda baktığında olumlu olduğunu söyleyebilirim. Bu projeye destek verdiklerini söyleyebilirim. Bir de şu var yani, biz buranın sahibiyiz. 20 yıl önce burayı satın aldık. Burası bize aittir. Satın alırken de cami müsaadesi alınmıştır. Bizim en büyük avantajımız budur. Biz bunu kullanmak istiyoruz. Yani yapılsın mı yapılmasın mı söz konusu değil. Biz müsaadesi kriterleri uyduktan sonra planlarımızı verdikten sonra bunu vermek zorunda var. Müsaadeyi vermek zorunda var. İki çevre komşuların tepkileri, onların yaklaşımları nasıl? Çevre komşuların tepkileri olumlu.
20 yıldan beri biz burada yaşıyoruz. Komşularımız da herhangi bir sıkıntı yaşamadığımız gibi bu projenin de onlar için de yeni bir yüz kazanacağını söylemlerini duyduk. Güzel bir proje, güzel bir görünüm olarak bir Ostat da bir kazanç olarak görüyorlar. Yani az önce fark ettim de konuşmacıların ya tepki gösterenlerin bazılarının dışarıdan geldiğini gördüm. Hayır. Yani hiç Kalsın'ı görmemiş. Söylediğiniz gibi. Çok ilginç. Çok ilginç ki bu yani. Almanya genelinde kenetlenmişler. Bu insanlar belli bir grup zaten belliydi, hazır hale geldiler. Sorulan soruları da siz de duydunuz. Tamamıyla siyasi, tamamıyla buradaki yaşayan Türklerin, buradaki yaşayan Müslümanlarla ilgisi olmayan bir tutum sergilediler. Biz de buna hazır. Benim sadece ve sadece üzüntüm bizim cemaatimizden, Müslüman kardeşlerimizden kalkıp bir soru sorulmadı. Sorulsaydı beklerdim. Yani onlara karşı bir soru sorulabilirdi. Onu beklerdim. Niye sorulmadı? Sorular niye gelmedi? Peki yani konuyu da belki biraz daha farklı olacak ama bir dinin, ibadethanenin fiziki yapısına bir insan nasıl karşı çıkabilir ya da niye karşı çıkabilir? Bir kilisenin inşaatına siz karşı çıkar mısınız? Şekiline yani, şekil olarak. Çünkü karışamam, karışma hakkım da yok. Bu benim şahsi fikrimdir. Bir Müslüman olarak insanın ibadet yapacağı şekilde onların dini vecibelerini gerektiği alanlarda, yapılması gereken alanlarda kriterlerini kendileri belirlerler. Dini kendileri belirlerler. Dolayısıyla ben o insanlara karışamam. Mümkün değil. Şimdi bu konuda işte caminin içinde niye kadınlar bir arada namaz kılamıyor erkeklerle? Böyle ucuz basit sorular geliyor. Bunlar gerçekten üzüyor. Önce bizleri anlamamaları gerekiyor. O zaman burada bir İslam dinini tanımama sorunu mu var yoksa ön yargıyla? Şimdi şöyle bir sorun var. Bu insanlar camiye hiç gelmediler. O zaman bir ön yargı. Bizleri tanımıyorlar. Tanısalar Derya Hanım ifade ettiği gibi gelin bir çay içelim beraber, cami tanıtımında sizlere yardımcı olalım, içinizdeki soru işaretlerini minimuma indirelim. Dolayısıyla bunlar aramızdaki o diyalog eksikliğinden kaynaklanan bir durum. O zaman burada da biraz bizim de eksikliğimiz var diyebiliriz yani. Bu eksikliği bizde de aramamız lazım. Biz kendimizi de geliştirmemiz lazım. Biz bazen bu insanları bu şekilde yorumlarını alırken önce kendimize bakmamız lazım. Demek ki eksiklik var bizde. Muhakkak var ki bizde. Bu eksikliği önce bizde aramamız lazım. Bu şekilde kendimizi geliştirmemiz lazım. Ve en önemlisi de bizim için de çok önemli bir tecrübe oldu. Bu insanları bu şekilde bize yaklaşımı, nasıl tanıdıklarını, ona göre biz de inisiyatifimizi, ona göre adımlarımızı bu şekilde atmamız gerekir diye düşünüyorum. Peki oldu. O zaman hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ja, die Diskussion lebt von gemeinsamer Akzeptanz. Wenn ich die Antwort des anderen nicht hören will, dann brauche ich auch keine Frage zu stellen. Also die Grundlage ist, dass Sie die Antworten akzeptieren und dann machen Sie sich Ihren Reim daraus. Und die Antworten sind so, wie sie sind. Fertig. Die Antworten, ja natürlich. Wie stellen Sie sich sonst eine Diskussion vor? Ist sie nur gut, wenn die Antwort Ihrer Meinung entspricht? Frage Sie. Hören Sie zu und wer laut schreit, hat nicht unbedingt recht. Das muss ich gar nicht einfach nur mal sagen. So, bitte, nächste Frage. Genau. Bitte, Sie sollen, also ich lade Sie ganz herzlich am Sonntag ein. Kommen Sie uns, besuchen Sie uns, dann haben Sie auch die Antwort Ihrer Frage. Nächste Frage. Mein Name ist Manfred Jochum. Ich bin Neubürger hier in Karlsruhe. Es gibt eine jüdische Gemeinde. Das heißt, es gibt hier in Karlsruhe eine sogenannte Synagoge. Dies ist auch ein Gotteshaus. Ich stelle jetzt eine einzige Frage. Wieso wurde kein jüdischer Gemeindevertreter in Form eines Rabbiners hierher eingeladen? Danke fürs Gespräch. Das ist eine Frage an mich. Sie haben recht, ich habe es vergessen. Moment bitte.
Moment bitte, das liegt aber hauptsächlich daran, dass wir in der Oststadt keine jüdische Gemeinde haben, sondern es eine stadtweite Gemeinde gibt, die ihr Zentrum in der Wallstadt hat. Ist es Wallstadt? Ja, können wir auch noch dazu benutzen. Das heißt, hätte ich durchaus machen sollen, ich habe zum ersten Mal so eine Veranstaltung geplant, sehen Sie es mir nach. Herr Scherde, Entschuldigung, kannst du uns vielleicht mit dem Jüdischen Gemeinde, kann ich vielleicht was dazu erzählen? Ja, bitte. Also ich war gerade vorhin mit dem Vorstand, mit dem Herrn Seltner zusammen, dem ehemaligen Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde hier in Kassel. Ja, er ist meiner Meinung nach, er ist auch für den Moscheebau, er wäre gerne dort gekommen. Er ist leider noch in einer anderen Veranstaltung gewesen, wo ich frühzeitig weggegangen bin. Also der Kontakt ist da, die Gespräche sind da. Der ist auch sehr eng teilweise. Wir sind befreundet, also es gibt da keine Probleme jetzt aus irgendwelchen Ressentiments gegenüber irgendeiner Gruppierung, dass die nicht hier eingeladen worden sind. Dankeschön. Vielen Dank. Bitte. Bin ich jetzt dran? Sehr schön. Mein Name ist Agnes Straub. Ich bin langjähriges ehrenamtliches Mitglied einer Menschenrechtsgesellschaft. Und meine Frage richtet sich jetzt direkt an Herrn Obert. Es geht jetzt nicht um das Baurechtliche, sondern es geht um etwas anderes, was Sie da haben einfließen lassen. Herr Obert, ist Ihnen bekannt, dass in der Türkei schon seit Jahren unter Präsident Erdogan christliche Kirchen, Klöster, Friedhöfe, Einrichtungen enteignet werden, vom Staat konfisziert werden, dass die Kirche dort auch keine juristische Person ist und hier nicht auftreten darf. Es geht jetzt nicht darum, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, sondern ist Ihnen das wirklich so egal und würden Sie es nicht für sehr dringend halten, dass unsere deutschen Politiker und auch bitte die Vertreter von Kirchen in einen fruchtbaren Dialog mit der türkischen Regierung treten würden und darauf hinwirken würden, dass den Christen, den noch verbliebenen Christen in der Türkei, mehr Rechte und vielleicht im Gegenzug zu unserer Toleranz die gleichen Rechte eingeräumt würden. Wir schauen doch sonst auch über den Gartenzaun raus und wir tun doch jetzt bitte nicht so, als ob es außer Karlsruhe gar nichts gäbe auf der Welt. Meine Frage ist klar, halten Sie das nicht für gut? Ja. Das ist natürlich eine berechtigte Frage, aber natürlich ist es eine Frage an die Bundesregierung. Aber vielleicht will Herr Obert trotzdem was dazu sagen. Ja, gern. Selbstverständlich würde ich das für richtig halten. Und ich weiß zum Beispiel auch, wie Sie wahrscheinlich auch, dass die am stärksten verfolgte konfessionelle Gruppierung die Christen sind. Das ist ein Faktum. Das wird ja an der Weltliste gehen. Nur ich halte nichts davon, diese wichtige, auch gesellschaftliche Diskussion auch, nicht nur mit der Türkei, auch mit anderen Staaten. Sie wissen, dass die Menschenrechte insgesamt im Gros der Staaten auf der Welt missachtet werden. Also das muss man auch mal sagen. Die Teile der Welt, wo die Menschenrechte beachtet werden, ist der kleine Teil. Es ist leider so. Und auch, obwohl alle Staaten oder die meisten in der UN sind und dort eben Verpflichtungen eingegangen sind, wissen wir, dass viele es leider nicht tun. Nur, und das ist das, was ich am Anfang sagte, ich sage es nochmal, das müssen wir alles tun und ich billige das auch nicht. Aber das kann für uns nicht bedeuten, dass wir genauso handeln. Das dürfen wir nicht und das wollen wir auch nicht. Und Sie wissen, die Freiheit ist das einzige Gut, das sich durch Nichtgebrauch abnutzt. Wir müssen diese Werte, die wir im Grundgesetz stehen haben, leben. Und wir müssen natürlich in der Türkei und anderswo politisch dafür sorgen und in den Kontakten dafür sorgen, dass die Menschenrechte eingehalten werden. Das ist doch selbstverständlich. Vielen Dank. Es gibt noch zwei Wortmeldungen dazu, Frau Krumm und dann Herr Riemers. Ich schließe mich an, wir müssen intensiv dafür sorgen, dass Menschenrechte überall auf der Welt gelebt werden und ausgeübt werden. Wir werden das am allerbesten so tun, indem wir sie bei uns selber verwirklichen und anderen die Freiheit zugestehen, die wir für uns selber in Anspruch nehmen. Also ich komme aus dem Südosten der Türkei, es geht
im Südosten der Türkei sind, aus den entsprechenden Klöstern und so weiter. Das geht da vor allem mit dem Turatin. Das war eine Verwaltungsreform, die war in der gesamten Türkei und da gab es einige Fehler, die wurden auch mittlerweile korrigiert. Ich bitte Sie da, auch wenn Sie muslimische Quellen nicht trauen, ja, einfach auf domradio.de zu gehen, dort den Artikel nachzulesen, der das differenziert behandelt, wo auch genauer darauf eingegangen wird und nicht populistisch dahergesagt wird, da werden alle Friedhöfe oder dies oder jenes irgendwie einverleibt und gehen wir nein, es ist eine ganz andere Situation, wie sie vor Ort ist. Und sie ist viel besser als noch vor vielen, vielen Jahren, denn es wurde schon ziemlich viel zurückgegeben, auch durch Gerichtsurteile, aber auch durch Erdogan, der so schlimm war oder ist jetzt im Augenblick, aber vor vielen Jahren, sie tatsächlich viele Rechte und viele Grundstücke bekommen haben, Entschädigungen bekommen haben. Und genau diese Leute, Christen, die aus der Türkei, aus meiner Gegend kommen, mit denen haben wir hier immer noch diese Kontakte. Und diese Leute können Sie auch direkt befragen. Ich weiß noch, dass in meiner Jugend ich damals den, nicht Turabdi, sondern das andere große Kloster, ich komme aus Martin, besucht habe. Und dieses Kloster und auch viele andere wurden durch den türkischen Staat, durch diesen Stiftungsrat, wurden renoviert. Das ist größtenteils der türkische Staat, der das macht. Ich muss Ihnen noch etwas hinzufügen, gerne. Also dieser, natürlich ist es uns auch als Frauen in dieser Gemeinde sehr wichtig gewesen, uns über die Lage in der Türkei ein Bild zu verschaffen. Wir sind im Urlaub in der Türkei, aber wir kommen dann nur die Urlaubssaison mit. So haben wir mit den Frauen, aber auch mit weiteren Frauen, eine Istanbul-Reise gemacht, indem wir nicht nur Moscheen besucht haben, sondern vor allem hingegangen sind, um Kirchen zu besuchen. Wir haben eine Synagoge in Istanbul besucht. Wir haben mit den jüdischen und den Juden und den Christen und den christlichen Gemeinden Dialog gehabt. Wir haben uns ausgetauscht. Wir haben gefragt, wie fühlen Sie sich in Wie fühlen Sie sich in der Türkei? Wie leben Sie dort? Wie ist die Gemeinde? Also wir waren zum Beispiel schockiert, als wir in die jüdische Gemeinde gegangen sind, weil das für uns so unvorstellbar war. Wir wurden richtig untersucht. Wir mussten dann bestimmte Vorzimmer gehen und die jüdische Gemeinde, unser Führer hat gesagt, aus Sicherheitsgründen müssen Sie diese ganzen Durchsuchungen machen. Und das war, wir haben uns selbst ein Bild davon gemacht. Und ich fand es sehr wichtig, also wir als Frauen hier in dieser Gemeinde, auch zu meiner Zeit als Gemeindekoordinatorin, waren sehr aktiv. Und das sind sehr wichtige Themen, die Sie ansprechen, von denen wir uns natürlich auch selbst ein eigenes Bild machen. Stadt. Und will also darauf hinweisen, dass schon unser Markgraf sehr viele aus verschiedenen Religionsgesellschaften in dieses Land geholt hat und ihnen Religionsfreiheit gewährt hat. Es geht nicht um die Würde eines Raumes. Es geht auch nicht um den Kronleuchter, der von der Decke hängt. Es geht um die Aura eines Raumes, der den Raum gibt. Aber ich will die Frage stellen, warum braucht eine Moschee ein Minarett? Gut, vielen Dank. Das ist meine einzige Frage und das kann stören. Ja. Ich wollte vielen Dank für die Frage. Ich wollte beten, die Fragen zu wiederholen, damit die Menschen, die draußen sind, Minarette gehört auch zu dieser Moschee-Architektur. Also es ist für uns auch sehr wichtig, dass die riesige Muslime, also Karlsruhe Muslime, sich auch mit der Moscheebau, mit der neuen Moschee identifizieren sollen. Also sie haben eine Vorstellung von Moschee, welche sie auch von der Türkei mitgebracht haben. Auch natürlich zu dieser Moschee gehört Kuppel und Minarette. Ich bin mir ganz sicher, dass die Moschee in Zukunft in Deutschland ganz anders aussehen. Aber es wurde auch gesagt, dass die Muslime in den dritten Generationen sich in den dritten Generationen befinden. Und wir haben auch die Muslime aus der ersten und zweiten Generation. Es ist für sie auch sehr wichtig, dass sie sich auch mit der Moschee, also mit der neuen Moschee identifizieren sollen. Mit dem Gotteshaus. Deswegen
gehört in diesem Sinne Minaret zu den Moscheebau, also zu Moscheen. Ich möchte Ihnen aber die Frage ist noch nicht fertig beantwortet und die Erinnerung findet auf dem Podium statt. Darf ich Sie ergänzen? Ja, gerne. Ja. Interessanterweise findet man viele Stadtzentren, wo der Rathausturm in Konkurrenz zum Kirchturm steht. Das ist in Biel so, das ist teilweise in Karlsruhe so. Und warum soll dieses Symbol, das bei uns in den Kirchen selbstverständlich ist, obwohl die Anfänge der Kirchen auch keinen Kirchturm haben, aber heute ist es ein Symbol, was man akzeptiert. Was übrigens ganz banale Ursachen hatten, zum Beispiel eine Orientierung in der Landschaft, wenn der Bauer auf dem Feld war, wo kommt er daheim? Nein. Sarken 2012'de belli projeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çok engeller çıkıyor bize. Evet. En sonunda yaptığımız proje bu. Belediyeyle görüşüp konuştuk. Evet. Bunu gerçekleştireceğiz başarılı. Projenin özelliği ne? Yani kendi arsasında kaç katlı olacak proje? Projemiz zemin katında dükkanlar olacak. Evet. Kelede tip garaj düşünüyoruz. Üst katta mescit, maliyet odaları, dershaneler olacak. Onun bir üstünde hanımlar için sosyal traktör olacak, mescitler olacak. En üst katta da gençler için genç kapıları yapacak. Sosyal odalar olacak. Kullanım alanı ne kadar? Kapalı alan? 4600 metrekare. Açık alan ne kadar olacak? Açık alanı fazla kalmıyor. Arsanın kenarında. Toplam büyüklüğü 2000 metrekare. Otopark sorunu halledildi mi? Halledildi. O durumda çift garaj yapıyoruz. 30 tane parkımız var. Üst katta da dışarıda 90 tane parkımız ekstra var. Namaz kılınacak alanın genişliği ne kadar? Kaç kişi alabiliyor? Cemaat aynı anda 500 kişi aynı anda namaz kılabiliyor. Burada yemek odaları olacak mı? Yani iftarda veya Ramazan'da yemek odaları olacak ayrı. Zemin katında buraya benzer net reklamımız var. Çok amaçlı odamızdan orası kullanıyoruz. Proje şu anda bu şekilde çıktı mı yoksa henüz daha tartışmalı mı? Hayır, bu şekilde çıktı. Bu şekilde belediyeler. Kabul etti. Yani minare olarak da şu anda bir minare. Ben İmsesli'yle görüşelim. Evet, ben İmsesli'yle önce de görüşelim. Bu şekilde olacak. İnşaat ne kadar sürecek? İzinler sonra, temel atmadan sonra 2 sene düşünüyoruz. 2 sene içerisinde bitmiş olacak. Maliyet olarak ne kadar çıkacak burası? 6,5 milyon. 6,5 milyon. Şu anki hesap euro diyorsunuz yani. Mali olarak bir hazırlık var mı yoksa bir ön gerçekten mühendis kısmındasınız? Mali kısmına değilsiniz. Şimdi benim haberim yok. Ama tabii kimden de çalışmalar yapıyorum. Çevre mimarisine uygun mu? Biraz farklı değil mi? Yani biraz daha çevreye uygun olarak. Gerçi çevrede orası endüstri gibi biraz. Evet. Birbirine benzemiyor. Evet. Bizim önceki projeleri daha çok Osmanlı mimarisi vardı. O pek sıcak bakılmadığı için projeyi değiştirmemiz bir çözümler. Bir sıkıntı da kıble çapraz durduğu için binayı çizmemiz mümkün değil. Olduğu yere bu sıcak bakılmadı. Peki o zaman hayrolsun diyelim. İnşallah. Darf ich Ruhe bitten? Es gibt noch eine Antwort dazu. Ja, also als wir bitte. Die Tippgemeinde Karlsruhe seit 2012, wir haben fast 3 oder 4 Projekte umgeändert. Eigentlich was unser Herzen liegende Bauvorhaben, erster Entwurf, durch viele von Karlsruhe Bürger oder unserer Kontaktperson von traditioneller Bauart wurde uns höflicherweise aufmerksam gemacht, es wäre besser, wenn man moderner Art ein Gemeindezentrum oder Gotteshaus zurichten. Und wir haben mit unserer Architekt fast 3 Pläne umgeändert. Heutige diese Bild haben wir rausgesucht und dieses Bild ein wichtigste 2 Elemente in einem
ein Gotteshaus sein muss. Erstens unsere türkisch-islamische ein Stadt reingeht, als auf der Straße vorbeiläuft. Man kann ein Gotteshaus oder Gemeindezentrum oder Moschee durch Minaret. Das ist nur historische Bauelement. Mehr hat keine Bedeutung. Weil das ist nur ein Zeichen. Dieses Gebäude ist ein Gotteshaus, aber ich kann dort reingehen, mein Gebet absolvieren. Das soll ein Zeichen setzen. Wir wollen kein ein Gebäude dahin stellen. Evet, ben Farsure Şube Başkanı, Hasip Şube Başkanı Rıfat Karayır. Şu anda Farsure içinde Diyanet Camisi'nin genişleme veya yeniden yapılma projesinin şeyine katıldık, görüşmelerine katıldık. Görüşme biraz hararetli geçti soru-cevap bölümünde. Ama Karsure'mizin böyle bir camiye ihtiyacı vardı. Böyle minareli bir camiye ihtiyacı vardı. Karsure'mizde Müslüman çoğunluğu olduğu için camilerde cuma günleri ve diğer bayram günleri, Ramazan günleri çoğu cemaatimiz sokaklarda namaz kıldığı için camilerimiz yetersiz kalıyordu Karsure içinde ve genelinde. Yani böyle bir camiye çok çok ihtiyacımız vardı. İnşallah bunda emeği geçen bütün kardeşlerimize Allah razı olsun diyoruz. Ve inşallah sağ salim bitirir ve bu Müslüman kardeşlerimize Karsure'de güzel bir cami ima etmiş olur. Ich habe hier ein Gedicht in der Hand, was von Erdogan zitiert wurde. Und das ist in verschiedenen Quellen ist es nachzulesen, ja. Und da muss ich sagen, es ist einfach so, wenn ich lese, die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unserer Helme und die Gläubigen unserer Soldaten. Das ist eine Provokation vom Erdogan. Und das erhitzt einfach die Brücke. Das baut keine Brücken, das zerstört Brücken. Darf ich Ihre Ausführung kurz ergänzen? Die soll Herr Erdogan in den 90er Jahren gesagt haben. Moment, ist das richtig? Und er musste dafür, habe ich gelesen, ins Gefängnis. Und noch etwas, es waren nicht seine eigenen Worte, sondern es war ein Gedicht von jemand anderem. Nach dem Kriegszustand geschrieben wurde. Also die Türkei musste einen Verteidigungskrieg gegen bestimmte europäische Länder führen. Deswegen, also mit diesem Hintergrund wurde auch diese Gedicht geschrieben. Aber in jeder Tradition oder in allen Ländern gibt es die Leute, die auch die solche religiöse Symbole ganz anders interpretieren. Das soll ich Ihnen mal sagen, es tut mir richtig weh. Es tut mir weh, wenn wir aufgrund irgendwelcher Argumente, Aussagen, irgendwelcher Politiker, egal ob es Bundespolitiker aus Deutschland sind oder von woanders, von anderen Ländern, dass wir in den gleichen Topf geworfen werden, mit ihnen gleichgehalten werden und immer wieder hier vorgeworfen bekommen, ihr seid die Anhänger von dem und dem. Wir sind eine bunte Gemeinde. Wir sind eine Gemeinde, die, es gibt sowohl diese als auch andere. Es gibt, wir sprechen hier, wir sind hier ein neutraler Ort. Hier wird nicht über Politik diskutiert. Hier wir sind offen für alle. Vielen Dank. Also ich denke, in der ganzen Diskussion sollte man immer noch mal auseinanderhalten hier. Wir diskutieren hier nicht darüber, das türkische politische, das jetzt im Moment vorherrschende türkische politische System zu verteidigen. Das ist nicht das Thema. Durch den Moscheebau wird nicht hier die Türkei, so wie sie jetzt gerade ist, unterstützt. Das ist nicht das Anliegen. Das Anliegen der Menschen hier ist, ihre Religion zu leben. Und das hat für die Menschen, die hier leben, nichts mit dem politischen System zu tun. Das heißt aber nicht, dass sie unpolitisch sind. Das habe ich jetzt heute schon mehrfach gehört. Jetzt möchte ich gerne die nächste Frage hören. Ja, guten Abend. Ich bin Peter Altmann, ich bin Bürger aus Karlsruhe. Als vorneweg, Religionsfreiheit ist für mich nicht verhandelbares Gut. Freiheit haben wir uns erkämpft, behalten wir aber. Aber ich bin
ja in der Extremismusprävention arbeite, sehr löbliche Arbeit, ich denke, da geht es überwiegend um Jugendliche. Gerade Jugendliche sind ja sehr leicht zu beeindrucken und zu beeinflussen. Und jetzt frage ich mich, wie können Sie den Spagat ausmachen, dass die DTIP im Religionsunterricht, im Islamunterricht, der ja hier in Deutschland mittlerweile stattfindet, sehr zu begrüßen überhaupt. Aber nur die grundsätzlich zu begrüßen. Was ich nicht begrüßen kann, ist, dass sie DTIP daran teilnimmt. Sie gibt einen Comic aus, in dem der Märtyrertod verherrlicht wird. Einzelne Bundesländer haben dann schon einmal die Zusammenarbeit kurzfristig beendet. Wir in Baden-Württemberg haben einfach viele Vorteile gegenüber die DTIP. Wir meinen die DTIP, das ist eine Religionsgemeinschaft wie jede andere auch. Der Islam bedeutet Friede. Ich glaube, der DTIP steht dafür mit. Ihre Fragen nochmal auf den Punkt, damit ich sie wiederholen kann, damit die Leute draußen es auch hören können. Wie man den Spagat klar kriegt, hier als Prävention, als Extremismusprävention oder darüber sich zu äußern und aber gleichzeitig für eine Organisation zu sprechen, die Comics, bei dem Kinder beeinflusst werde, wo der Märtyrertod verherrlicht wird. Dann gleichzeitig, ich glaube Ihnen nicht, ich traue über Charlie Hebdo. Ich glaube Ihnen nicht. Also ist der Frage war. Also, wenn Sie schon die Frage stellen. Die Frage war, können wir den Spagat, wie kann Frau Schahan den Spagat machen zwischen Extremismusprävention, in dem Bereich arbeitet sie ja, und Inhalten, die DTIP beim Religionsunterricht verbreitet, zum Beispiel den Märtyrertod verherrlicht. War das so? Ja. Dankeschön. Ich hätte mir für heute Abend gewünscht, dass Sie reine Informationsfragen stellen. Ich hätte gewünscht, dass Sie rein fragen, inhaltlich, was ist, wie geht es um diesen Moscheebau, was wird, wie wird das aussehen, was sind die Inhalte dessen. Wenn Sie eine solche, wenn Sie aber im Nachhinein mir sagen, ich glaube Ihnen nicht, dann ist schon, dann erwarten Sie auch keine Antwort von mir. Das ist das eine. Das andere ist, ich habe eigene Kritik an der DTIP. Ich bin an keinem momentan, an keiner Stelle bei der DTIP aktiv. Ich bin heute hier, weil ich das Moscheebaukonzept, weil ich diesen Konzept geschrieben habe. Ich habe das, weil ich die Gemeindemitglieder hier sehr, also ins Herz eingeschlossen habe, weil ich sehr viele hier als Gemeindekoordinatorin sehr viele Erlebnisse habe und ich für Karlsruhe, für die Stadt Karlsruhe, diesen Moscheebau für sehr wichtig erachte. Deswegen bin ich heute hier. Wenn wir über DTIP sprechen, über die Karikaturen, die sie darf, da bin ich genauso in der Kritik. Da bin ich genauso ihrer Meinung. Und das ist, aber ich bin nicht die DTIP-Vertreterin, da kann ich keine Antwort geben. Da sollen die DTIP-Vertreter die Antwort geben. Ich möchte gerne auch was dazu sagen. Ja, bitte, Frau Pum. Ich unterrichte an der Schillerschule hier in der Karlsruher Oststadt. Die Schillerschule ist eine Schule, in der Kinder aus, ich glaube, 42 Nationen unterrichtet werden. Eine Schule, die auch Modellschule für den islamischen Religionsunterricht ist. Und freue mich sehr darüber, dass ich dort eine Kollegin habe, mit der ich zum ersten Mal in meiner inzwischen langjährigen Berufslaufbahn wunderbar kooperieren kann. Wir haben gemeinsame Projekte gemacht und gemerkt, wie gut es ist, wenn man so viel Vertrauen zueinander gewinnt, dass man offen miteinander reden kann, sich austauschen kann über Inhalte, die wir in unseren jeweiligen Unterrichtsstunden lehren. Das ging bis dahin, dass wir irgendwann, dass ich in meinem Fach ein Blatt fand von einer anderen Kollegin hingelegt, wo ich dachte, was soll das denn? Diese Kollegin meinte, das würde zu meinem Unterricht gehören, es war aber nicht so, es gehörte zum Unterricht der muslimischen Kollegin, aber es war so ähnlich, es ging um eine biblische Geschichte, dass diese andere Kollegin anscheinend überhaupt keinen Unterschied sah. Was ich damit sagen will, ist, dass es irgendwelche Comics oder sonst was gibt, die irgendwas verherrlichen, was nicht in Ordnung ist, das ist nicht gut. Klar. Aber das heißt nicht, dass hier in Karlsruhe auf diese Weise unterrichtet wird. Und wir treffen mit diesem Moscheebau und Sie müssen im Gemeinderat treffen eine Entscheidung hier für Karlsruhe. Und je mehr man einander wertschätzend begegnet und je mehr man einander auf Augenhöhe gegenübertritt, desto mehr, und das ist meine langjährige Erfahrung im Dialog, desto mehr wächst das Vertrauen und desto offener kann man auch über kritische Dinge reden. Aber man braucht dieses Vertrauen, um Dinge offen und...
bugün Karlsruhe Merkez Camimizin Bürgerverein Oststadt'la birlikte onların Bürgerverein Oststadt'ın öncülüğünde yeni cami projemiz hakkında bilgilendirme toplantısı vardı. Karlsruhe'deki yaşayan herkese açık bir programdı bu. Tabii ki bununla insanların kafasındaki İslam'a dair, Müslümanlara dair ve artı yeni cami projemize dair sorularını sorabilme imkanı sunmak istedik. Cami karşıtı söylemlerin biraz daha engellemek için bütün insanlara burada bu programla fırsat vermek istedik. Kafalarındaki soruları, bizimle ilgili düşüncelerini çok şeffaf bir şekilde paylaşmaları için. Ve şunu da öğrendik tabii, bizim açımızdan biraz sıkıntılıydı. Aşırı sağcıların bütün Karlsruhe'de her tarafa, çok ilginçtir, bütün evlerin posta kutularına LİTİP karşıtı, Türkiye karşıtı, İslam karşıtı broşürler dağıttı ve biz bu konuda endişeliydik. Polisi de tabii ki çağırdık. Burada sadece bizim değil, buraya gelen insanların da güvenliği söz konusuydu. Katılanların arasında elbette aşırı sağcılar da, cami karşıtı, İslam karşıtı kişiler de vardı. Olmaları iyiydi çünkü kafalarındaki soruları, merak ettiklerini bize dair, İslam'a dair sorma fırsatları elde etti. Biz de belki böylece kendimizi daha güzel anlatma fırsatı, imkanı elde ettik. Ve toplantıyla şunu da gördük ki gerçekten insanların bir araya gelmeye ihtiyaçları var. Yani Müslümanların olsun, Hristiyanların olsun, her farklı dinden ya da düşünceden insanların, ki bu toplumu da yansıtıyor. Çünkü bizim toplumumuzda çok çeşitli farklı kültürlerden insanlardan var. Bir araya gelmesi gerektiğini, ön yargıları kırma adına bir araya gelmesi gerektiğini gördük. Belki bizim tarafımızdan eksik olarak gördüğüm hususlardan bir tanesi, soru soranların hepsi yani böyle bir ayrım yapmak istemiyorum ama Müslüman olmayan kişilerdi. Yani aslında bizim insanımızın da sorması gereken çok şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu cami yapımıyla ilgili gündeme yani çıktığımızda birçok engellerle karşılaştık. Sizlerin de bildiğiniz gibi cami projemiz dünden bugüne hayata geçirilmek istenen bir proje değil. 10 yıl öncesine dayanan bir proje. Bu konuda birçok toplumun farklı kesiminden, kiliselerle olsun, belediyeyle olsun, belediye yetkilileriyle görüşmeler yaptık, partilerle görüşmeler yaptık. Birçok engellerle karşılaştık maalesef. Bize verilen yer sonra iptal edildi. Bazı geleneksel partilerin cami üzerinden politika yaptıklarını gördük. Bunlar tabii bizim için üzücü şeylerdi. Çünkü yaptığımız görüşmelerde herkes cami, evet Müslümanların Karlsruhe'de kendilerine yani bir ibadethaneye ya Allah'ın evine layık bir mekana ihtiyaçları var. Bunu herkesten duyduk ama daha sonra tabii bazı politikacıların bunun üzerinden politika yapmaları bizi rahatsız etti. Ama şunu gördük bu toplantıyla, insanların daha çok bir araya gelmeye ihtiyacı var ve bizim de bu tür toplantıları daha çok, yani bu ve benzeri programları daha çok sık yapmamız gerektiğini bunu gördük. Bununla katılımcılara ve özellikle Bürgerverein Oststadt'a çok teşekkür ediyoruz. Onlar bu camiyi Karlsruhe şehrinin Oststadt'ın bir parçası olarak gördüler ve Oststadt'ın bir camisi olarak sahiplendiler. Bu anlamda gerçekten takdire şayan bir duruştu, bir tavırdı. Onun için Alman toplumunda, yani toplumumuzda bu tür inisiyatiflerin de hoşgörü ön plana çıkaran, farklılığa önem veren insanların da olması bize güven veriyor. Zaten en büyük güveni de buradan alarak cami projemizi hayata geçirmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Mit der helleren Brille, dass wir da die Frage in der Runde abschließen, damit wir heute auch noch zu einem Ende kommen. Und ich bitte alle nochmal kurze Fragen zu stellen, kurze Antworten. Sie haben viel Papier vor sich, bitte fassen Sie sich kurz hin. Ja, mein Name ist Robert Wedel, ich komme aus Karlsruhe. Mich würden einfach mal ein paar Sachen interessieren, wie die Leute, ich frage es nicht nach TTIP, wie die Leute von der Moschee hier, wie sie zu verschiedenen Sachen stehen. Einmal bekennen Sie sich eher zur allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von der UN aus 1948 oder zur Erklärung der Menschenrechte... Baufrage her, letzte Religionsfrage. Ich stelle die Fragen, die ich möchte. Ja. Dankeschön. Also bekennen Sie sich eher zur allgemeinen Erklärung der Menschenrechte oder zur Kairoer Erklärung der Menschenrechte, die unter dem Vorbehalt der Scharia steht? Wie sieht es aus? Sie bekennen sich zur deutschen Rechtsordnung.
weil sie es tun müssen? Oder anders gefragt, wenn sie die Wahl hätten, was wäre ihnen lieber? Die deutsche Rechtsordnung oder die Scharia? Dann zum Thema Religionsfreiheit. Es gibt auch so etwas wie negative Religionsfreiheit. Dürfte Ihrer Meinung nach jemand aus dem Islam wieder austreten? Also wenn zum Beispiel Ihre Tochter, Ihre Schwester den Islam verlassen möchte? Wie stehen Sie dazu? Entschuldigung, wenn ich Ihre Fragenkette abbrechen möchte an der Stelle. Es sind noch vier andere Leute, die Fragen stellen wollen. Wie ist das mit der Möglichkeit, den Islam zu verlassen? Und ich denke, damit sind Sie schon gut mit Ihren Erfahrungen. Also ich bin Islamwissenschaftlerin und Sie werden von mir keine Ja- und Nein-Antworten bekommen. Ich würde mich sehr freuen, das sind nämlich sehr interessante Fragen. Ich würde mich sehr freuen, trinken Sie doch mit mir einen Tee. Ich glaube, das ist ein Tee. Ich weiß nicht, ob Islam ist keine Institution oder die Leute, die auch bestätigen, wer zu Islam gehört oder nicht. Es findet alles zwischen zwei Instanzen, zwischen Individuum und dem Schöpfer. In diesem Sinne gilt Religionsfreiheit sowohl für Muslime aus oder ein, auch für alle anderen Menschen. Wir können aus der muslimischen Perspektive nicht wissen, was in den Herzen der Menschen steht. Gott weiß besser, deswegen Gott erwartet von jedem Individuum, dass er sich von sich selbst zu seinem Schöpfer zuwendet. Also in diesem Sinne gibt es eine Toleranz sind und für Religionsfreiheit stehen, dass wir aber den Eindruck haben, dass es in den anderen Ländern, vor allen Dingen in den islamischen Ländern, eigentlich eine Gegenbewegung gibt. Das können wir jetzt hier beklagen, aber deswegen ist also ein großer Unmut da, wenn man sagt, jetzt wird so ein Riesenbau hier hingestellt. Auch nach der internationalen Theologiestudium in der Türkei studiert, 60 ausgebildete Imame, die hier ihre Abitur in Deutschland gemacht haben, aber ihr Theologiestudium in der Türkei gemacht haben, sie sind auch sehr aktiv in der deutschen Moscheegemeinde. 60 Imame, 60 Jugendliche, sie sind als Imame tätig, sie sind hier sozialisiert, sie sind ihr Abitur hier gemacht hat, sie haben deutsche Staatsbürgerschaft und das sind alle neue Entwicklungen aus unseren Reihen. Okay, jetzt sind wir fertig. Hallo, noch einen. Ja, kurz bitte. Wir arbeiten seit vielen, vielen Jahrzehnten zusammen in Bretten und auch in Oberdadingen und in der Fatih-Moschee in Kreuzberg mit TTIP zusammen. Sie war seit vielen Jahren und ist auch weiterhin für uns vertrauenswürdig. Wir glauben, dass man sich bemüht, in Deutschland auf unsere deutschen Türen einzugehen. Guten Abend. Erstmal vielen Dank, dass Sie uns heute Abend diese Möglichkeit angeboten haben, uns auszutauschen und in den Dialog zu treten. Dafür erstmal vielen Dank. Mein Name ist Samia Al-Bakisi-Lang, ich bin deutsche Muslime und Araberin. Betonung auf Araberin, weil das erscheint hier heute Abend. Entsteht das Gefühl, dass nur Türken Muslime sind. Das ist nicht der Fall. Ich habe mit Türkei nichts zu tun, ich habe mit DTIP nichts zu tun. Ich bin aber gerne immer hier in Ihrer Moschee und werde gerne auch die erste Besucherin wahrscheinlich sein, wenn Ihre Moschee steht, weil das ist die erste Moschee, die Moschee genannt werden kann in Karlsruhe. Also erstmal vielen Dank, dass Sie überhaupt ermöglichen, dass die Muslime ein Moschee in Karlsruhe haben. Ich werde alles sagen, was ich sagen wollte. Meine Wortmeldung heute dient der Tatsache, dass Karlsruhe eine Vielfaltstadt ist. Und ich wollte nicht, dass wir heute Abend rausgehen mit dem Gedanke oder mit dem Gefühl, das ist nicht so vielfältig, wie ich es erlebe seit 20 Jahren. Und daher, Karlsruhe ist vielfältig und das sollte auch in den Fragen widerspiegelt werden. Meine Frage, die eigentlich gar nicht geplant war, ja, also erstmal meine Frage. Meine Tochter ist Deutsche. Darf sie dann ihr Zentrum besuchen? Zweite Frage. Sie haben gesagt, 80% Ihre Haus wird ein Jugendzentrum sein. Wie viel aus Ihren Aktivitäten wird in der deutschen Sprache stattfinden? Vielen Dank. Applaus.
Also die Frage war... Wir sind eine offene Moschee-Gruppe. Hier können natürlich alle hierher kommen. Wichtig ist uns auch, dass wir natürlich die Religionsbeauftragten, die wir jetzt haben, das sind Religionsbeauftragte, die aus der Türkei kommen, die ein bestimmtes Vokabular an Deutsch haben, weil sie bekommen in der Türkei vom Goethe-Institut Deutschkurse und bekommen aber auch noch neben diesen Deutschkursen Orientierungskurse. Ihr Deutsch ist aber nicht ausreichend, um hier zum Beispiel die Predigt oder mit den Jugendlichen direkt in Deutsch zu kommunizieren. Deswegen ist es für uns sehr, sehr wichtig, dass wir zum Beispiel Personen wie Frau Asser haben, Theologinnen, Theologen und Theologinnen, also Damen und Herren, die ein Theologiestudium hinter sich haben, ein fundiertes Islamwissen hinter sich haben und so hier unterrichten können. Wir mit Frau Asser unterrichten wir nur auf Deutsch, deswegen ist das uns sehr wichtig. Wir hoffen, dass wir in Zukunft mehr, so wie Frau Asser und mehr Damen und Herren, gewinnen können. Das ist natürlich eine Frage der Finanzierung. Frau Asser macht das momentan ehrenamtlich und das ist ein Fullzeitjob, was sie macht. Ansonsten kann sich die Gemeinde... Wir sind auch alles in der deutschen Sprache statt. Und die Jugendliche, wenn wir auch die Vortragsreihe organisieren, die Sprache ist Deutsch. Und das ist natürlich entsprechend der Bedürfnisse unserer Gemeinde. Und zum Beispiel die Freitagspredigt werden immer in der deutschen Sprache wiedergegeben. Das ist eine offene Moschee. Unser Angebot an alle Menschen, wir fragen niemals nach deren Religiosität oder Nationalität. Es ist eine offene Moschee. Jeder, der auch unser Angebot in Anspruch nehmen will, kann gerne auch unsere Moschee besuchen. So, vielen Dank. Poco möchte noch was sagen. Weil ich selber grundsätzlich oute mich mal auch DITIB und Dianet und Erdogan und so weiter doch eher sehr kritisch gegenüberstehe, war es mir ganz wichtig, dass wir in unseren Gesprächen in der christlich-islamischen Gesellschaft zum Beispiel immer wieder auch die Vertreter aus den anderen muslimischen Gemeinden gefragt haben, wie steht ihr denn zu der Moschee? Und das war für mich persönlich auch in der Vorbereitung auf das ganze Thema der heute Abend einfach eine ganz große Hilfe zu hören, dass alle die Menschen aus der Anur-Moschee in der Pfannkuchstraße und aus der bosnischen Moschee in Kilien und so einfach das begrüßt haben, dass eine Moschee hier in Karlsruhe gebaut wird. Das war einfach schon mal ein sehr wichtiger Hinweis. Einen Aspekt möchte ich gerne noch nennen. Sie haben jetzt vorhin die Unterscheidung zwischen den Religionsgelehrten und den Gemeindevertretern nochmal deutlich gemacht. Ich glaube, dass wir der Stärkung des Ehrenamts, also des muslimischen Ehrenamts hier in Deutschland und damit auch deren Stimme gegenüber all dem, was aus der Türkei an eventuell politischen Dingen hier rüberkommen kann, einen großen Dienst tun, indem wir deren Gewicht stärken und indem wir sagen, ja, ihr würdigen euer Engagement, ihr seid uns so viel wert, ihr seid unsere Mitglieder, wir freuen uns, wenn ihr hier euer schönes Gotteshaus habt. Ich glaube, dass uns das letztlich den besseren Dienst tun wird. Hier noch eine Frage, bitte. Mein Name ist Markus Pietrek. Leider wurde mir schon ein bisschen vorgegriffen, deswegen möchte ich das Thema aber noch etwas ausführen. Und zwar, wenn ich mir die Pläne anschaue, sehe ich in diesem Gotteshaus Billardräume, ich sehe Läden, ich sehe Teehäuser. Und wir haben gehört, es gibt eine Trennung zwischen Theologie und dem weltlichen Teil. Wäre es nicht geschickter, dass man die vorhandenen Gemeindezentren hier in der Ortstadt nutzt, wo man zum Beispiel auch für Kinder Billardplätze anbieten kann? Wäre es nicht geschickt, dass man das auch baulich dann zum Beispiel trennt, dass wir dieses Gotteshaus haben und von mir aus etwas abgelegen, auch Läden für Koran oder was auch immer man da kaufen kann. Für mich sieht es eher so aus, als soll nicht ein Dialog oder eine Integration gefördert werden, sondern im Gegenteil, als soll es jetzt hier separiert werden. Ja. So ist es die Frage. Die Frage war, gab es dazu Überlegungen, gesellschaftlichen Teil des Hauses zu trennen von dem theologischen Teil und Aufenthaltsräume und Freizeitangebote und so weiter in den Extraräumen stattfinden zu lassen, beziehungsweise Räume, die es schon gibt in der Ortsstadt, dafür zu nutzen. Gab es dazu Überlegungen? Also, jetzt kommen wir richtig sachliche Sache. Die ganze Zeit, wir haben über Türkei, über Erdogan gesprochen. Eigentlich heute war die wichtigste
wichtigster Punkt türkischer Tätigkeiten in Karlsruhe, die Vorhaben. Einige hätten gern gehört, so wie jetzt, ne, inhaltlich, was bietet überhaupt diese Gemeindezentrum für Gläubige, muslimische Gläubige oder Besucher oder vielfältige Bevölkerung? Das haben wir leider nie gesprochen. Oder wir haben gehofft, wie wird finanziert? Das wurde nie gefragt. Oder wie lange wird das dauern? Und verschiedene Sachen. Also jetzt war die Gemeinde, jede sind ein muslimischer Brüder. Die können über verschiedene Themen könnte Meinungen haben, aber wir bleiben Richtung Mekka einseitig Schulter auf Schulter. Das ist für uns sehr wichtig. Ne? Aber unter uns gibt es auch Erdogan-Anhänger sein. Unter uns könnte auch ein linkspartei-orientierter jemand sein. Unter uns könnte auch, ich sag mal, der republikanische Bürger sein, eine Partei interessiert. Aber wir sind überparteiliches ein Gemeindezentrum als Dachverband mit DITIB zusammen. Und wichtigst auch, ein Dachverband, die hat überhaupt über uns keine Macht mehr. Der kann uns nur ein bestimmtes empfehlen. Das sind die Dinge, wo die uns empfohlen wurden. Wenn wir ja, Sammelaktionen an Spende bestimmter Organisationen oder bestimmter Vereine in Deutschland, wenn wir was holen sollten, dann können wir uns entscheiden, ob wir mitmachen oder nicht. Können Sie noch die Frage liegen in Richtung von den Räumen, warum die Räume so sind, wie sie sind? Also, dass es kompakt alles in einem Gebäude ist. Was ist der Grund dafür? Das war die Frage. Weil wir haben leider von Stadt Karlsruhe die Möglichkeit haben wir nicht gesehen, ein Gemeindezentrum zu richten, Gotteshaus oder Gebetsraum separat, soziale, kulturelle oder so Lehrsäume, Lehrsäle, ein separater Raum. Wir wurden gezwungen, in kleine Gasse hier und diese Gebäude zu richten. Eigentlich, wir haben gehofft, jetzt müssen wir eine Kritik ausüben. Zum Beispiel, ich will nicht direkt Stadtverwaltung dafür beschuldigen, aber die manche ist ja noch nicht bereit, uns diese türkischstämmige Karlsruher Bürger seit 50 Jahren oder mehr als 40 Jahren uns hier anerkennen als ein wahrer, gleichberechtigter Bürger. Das tut uns sehr weh, weil wir haben gemeinsam mit erster Generation für dieses Land viel mitgeholfen aufzubauen. Wir, wir haben mit unseren Beitragen, mit Abgaben verschiedene Bereiche, wie jeder deutsche Bürger, wir kommen alles nach. Und wir sind nicht wie früher als einfacher Dienstleister, einfacher ein Mitarbeiter. Wir helfen dieser Stadt alle Ebenen, berufliche Ebene. Und deswegen, man sollte uns nicht immer jede Möglichkeit Integration kritisieren. Wir haben uns schon längst integriert. Aber die manche möchten uns nicht anerkennen, nicht so haben, wie wir sind. Das ist ein Problem. Also, ja, ich würde noch ein paar Sachen sagen, vielleicht sehr wichtig für unsere Projekte. Also, unsere Projekte werden über 6 Millionen Euro wert sein. Dieser Projekt wird unsere Spendengelder, Karlsruher Mitglieder, würde mittragen, auch Geschäftsleute. Auch wir sind sehr offen für freie Spende, alle islamische, muslimische Bürger, auch deutsche Bürger. Und die Bauzeit soll 2 Jahre dauern. Wir hoffen, dass wir, wenn alles gut klappt, in diesem Sommer, vielleicht Juli, August, dass wir bauen und anfangen können. Das sind die wichtigsten Punkte eigentlich. Ich habe gehofft, dass würde unsere Besucher fragen. Aber die leider die Richtung, ganz andere Richtung gegangen, wo wir überhaupt mit der Sache überhaupt nichts zu tun haben. Jetzt haben wir eine Frage zu machen. Herr Palatsch wollte noch direkt zu der Frage was sagen, wenn Sie bitte. Also es ist kurz eine allgemeine Antwort, es ist zweckmäßig einfach, dass man seinen Gebetsraum, seine Sozialräume und so weiter alle zusammen hat. Es wäre unsinnig, jetzt hier seinen Tee zu trinken, dann einen Kilometer weiter zum Gebetsraum zu gehen und dann einen Kilometer weiter woanders hin. Man hat sein Gebäude, man möchte es hier zusammen haben, das ist wichtig. Ich möchte aber das Grundsätzliche sagen, das ist wirklich wichtig.
stellen sich in der Geschichte vor, auch hier in der Ausstadt, die Geschichte der Ausstadt war eine von Ressentiments auch am Anfang. In der Ausstadt gab es die Katholen vorher nicht. Gehen Sie auf den Marktplatz, schauen Sie sich den Platz an. Obwohl wir einen toleranten Landesvater hatten, auch eine entsprechende Brief und so weiter, wissen wir alle, dass die entsprechende Kirche, die katholische Kirche, nicht am Marktplatz ist. Hier in der Oststadt sind ja die katholischen Mitarbeiter, die Arbeiter sozusagen, die waren ja die Leute, die aus dem Umland gekommen sind. Die haben auch hier gekämpft gegen die Protestanten erst einmal, dass sie sich hier etablieren konnten. Das ist genau die gleiche Geschichte. Also das ist absolut identisch. Deswegen habe ich auch Verständnis, vor allem als die Dame vorhin gesagt hat, ich mag sie nicht. Ich muss sie respektieren. Aber irgendwann müssen wir auch hier ankommen und auch unseres teilweise hier mit reinbringen, vielleicht angepasst, teilweise in der Architektur. Aber wir werden genau den gleichen Prozess wie die Katholen hier in der Ausstadt hatten. Genau den gleichen werden auch wir durchmachen und irgendwann werden sie sagen, ja, da steht sie hier. Und was ist? Läuft einfach dran vorbei. Das juckt dann gar kein Mensch mehr. Vielen Dank. Also wir sind weit über der Zeit. Die Frage wurde ja schon, also die Kette von vorhin ist schon abgearbeitet. Deswegen möchte ich gerne die drei Personen, die jetzt da noch stehen, alle, also praktisch direkt hintereinander, ganz kurz ihre Frage stellen, weil ich glaube, es wäre eine Müde so langsam, dass wir ein Ende finden. Also kurze Fragen. Ich wiederhole sie dann die nächste Frage, ich wiederhole sie wieder und dann sammeln wir hier auf dem Plenum die Antworten. Bitte. Guten Abend, mein Name ist Oliver Schnell. Früher habe ich gewohnt im Klosterweg, dann im Studium, dann 18 Jahre in der Burlacher Allee. Ja, jetzt ist es doch wieder da. Also ich bin schon sehr lange in der Ausstadt, 25 Jahre. Zum Gebäude. Die Frau Schahn hat vorhin gesagt, sie ist eine Feministin im Islam. Das Mikro macht ab und zu Schlaf, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie hat auch hier an dem Konzept von der Moschee mitgewirkt. Ist das richtig? Was Sie rübergebracht haben, was ich eigentlich auch sehr positiv fand. Also ich war eigentlich erst positiv überrascht, habe mich aber dann bei dieser Aussage auch sehr gewundert. Und das andere zum Thema Transparenz. Vom Freitagsgebet kann man auf der Webseite angucken. Ich habe mir ein Handy dtip-karlsruhe.de angeguckt. Oder wollte es tun, kriege ich die Meldung als attackierend gemeldete Webseite. Eine Information des Google Services. Also ich denke, die Tipp hat die Seite sicherlich nicht selber attackiert. Also die Frage war, warum sind die Gebetsräume für Frauen halb so groß wie für Männer? Die nächste Frage bitte. Ja, warum? Ich bin der Michael aus Stuttgart und mich interessiert schon lange an dem Baurechtsbürgermeister, was auch immer, sind die Vorbereitungen im Minarett getroffen, dass dort auch ein Muezzin mit Lautsprecheranlage sprechen kann oder in Planung? Danke. Also die Frage ist Antwort, nein, das wird nicht stattfinden. Okay. Kurze Frage. Kriegen wir schriftlich? Brauchen Sie nicht als Stuttgarter schriftlich zu kriegen, die Karlsruhe. Schön, dass wir alle noch mal lachen konnten. Bitte, letzte Frage. Wolf Appell, guten Abend. Ich habe mir die Pläne angeschaut und mir ist aufgefallen, Sie haben einen riesigen Zweckbau vor. Und wenn ich es vom Architektonischen her sehe, muss ich sagen, der Zweckbau steht hier im Vordergrund. Mir fehlt das Sakrale dieses Baus. Warum zeigen Sie nicht, dass Sie wer sind? Sie sind doch hier die größte islamische Gemeinde. Sie setzen jetzt vor die Fassade vier Bögen, die, deswegen kann man es vielleicht als Moschee wahrnehmen. Es gibt doch in ganz Europa viele ganz hervorragende, moderne Moscheen. Warum orientieren Sie sich daran? Und nicht daran, das ist doch jetzt eine Architektur, die man vielleicht vor 30, 40 Jahren so gemacht hätte. Aber wir in Karlsruhe, wir haben bei neuen Bauen
sehr hohe Ansprüche. Sie sehen das im ganzen Stadtgebiet. Tun Sie es uns bitte. Ja, vielen Dank. Also jetzt war ich noch mal gefragt, warum ist die Architektur so, wie sie ist. Der Architekt hört das bestimmt, hört das bestimmt nicht gerne, dass das Architektur ist aus 30 Jahren geplant wurde. Letztendlich war der Kernfrage, warum ist der säkulare Teil so viel größer als der sakrale Teil? Warum wird er nicht noch stärker betont? Also wir haben jetzt zwei Fragen. Wir haben eine sehr lebendige, vielfältige Gemeindeleben hier in unserer Gemeinde. Im Islam gibt es keine solche Trennung, aber im Gebetssaal sollte dieser sakrale Teil und auch die vielleicht säkulare Teil getrennt werden soll. Also das Leben eines Muslims, also jedes Menschen ist heilig, auch etwas religiös. Also in diesem Sinne gibt es keine solche klare Trennung in unserem religiösen Leben. Ansonsten, wir möchten eine gerechte Jugendarbeit leisten, auch eine gerechte Frauenarbeit leisten. Wir kooperieren sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene mit Stadtteilorganisationen. Durch die europäische Integrationsfonds haben wir auch die Moscheeführungsausbildung gemacht, hier in, auch in der Karlsruhe-Gemeinde. Und unsere Jugend sind auch sehr aktiv und auch ein Mitglied Landesjugendlichen, hier auch Stadtjugendlichen. Und im Rahmen des Demokratielebens haben wir auch Projekte hier in den Räumlichkeiten unserer Moschee durchgeführt. Und wir kooperieren mit Demokratiezentrum im Rahmen der Präventionsarbeit. Das war auch ein Thema: Antisemitismus, Salafismus, religiös motivierter Extremismus und so weiter. Mit all solchen Themen möchten wir auch eine gerechte Jugendarbeit und auch Frauenarbeit leisten. Deswegen braucht auch unsere Gemeinde solche Räumlichkeiten. Also die Kurzfassung der Antwort ist, es ist einfach so viel Bedarf da. Also es ist viel Arbeit, die hier geleistet wird, auch gesellschaftlich, und dafür braucht es. Ich erläutert habe, das führen wir sowieso in unseren Räumlichkeiten durch. Nur führen wir sie jetzt nach einem Schichtplan. Jeder muss immer schauen, wer wo ist und wie man die Räumlichkeiten nutzen kann. Also wir machen diese Angebote. Es kommt also nicht etwas, was wir erfinden, sondern keine neuen Angebote, die wir dann neu durchführen. Das ist das eine. Und das zweite, also auf meinem Plan stand das nicht, wenn hier nochmal Frauen und Männerraum, als Islamwissenschaftler finde ich das nicht sehr schön, wenn man da nach Frauen und Männerraum, weil es gibt eine bestimmte Regelung beim Gebet, beim rituellen Gebet, das kann ich Ihnen gerne näher erläutern, wenn wir später auch gemeinsam etwas trinken oder auch am Sonntag, sind Sie herzlich eingeladen, aber ansonsten finde ich das nicht schön, dass man da nach Geschlechtern trennt. Das wird das erste, das wird mein erster Schritt sein, ich werde auf den Architekten, wenn das so draufsteht, dass er da kam, ich komme zu Ihnen und wir sprechen das dann an. Okay, also die Diskussion läuft weiter, die Planung ist noch nicht ganz abgeschlossen, habe ich gedacht. Ja, damit sind wir am Ende von der Diskussion. Ich finde es sehr toll, dass wir so lange auch ausgeharrt haben, die meisten von Ihnen zumindest. Dafür ganz herzlichen Dank, es war eine sehr emotionale. Ich freue mich, dass wir es nach anfänglichen Schwierigkeiten doch geschafft haben, uns gegenseitig zuzuhören. Ich hoffe, dass die Diskussion durchaus weitergeht in gewissem Rahmen und Inhalt. Und ich wünsche mir, dass die Moschee entsprechend dem Baurecht ohne Zoff realisiert werden kann. Ich hätte mir auch mehr Fragen zur eigentlichen Moschee und zur Praxis in der Moschee gewünscht, aber Frau Schahan war scheinbar zu umfassend in ihren Ausführungen. Ich bedanke mich bei der Gemeinde für die Nutzung dieses Raumes. Er hat ja nicht ganz ausgereicht. Ich bedanke mich bei den Vortragenden, Herr Obert und Frau Schahan. Und ich bedanke mich beim Podium für die Bereitschaft, hier Rede und Antwort zu stehen. Aber ich bedanke mich auch bei den Gästen, die doch letztendlich klare Fragen gestellt haben und, wie gesagt, wir uns zugehört haben. Ich wünsche
wünsche einen guten Einfluss. Ich kann kein Deutsch haben. Ich bin Master und Doktor. Ich kann mir vorstellen, dass wir den Gottesdienst auch immer schnell.